Hallo meine Freunde, wir sind immer noch in Norwegen, in Oslo, aber haben schon einen Auftrag angenommen bei IKEA. Den müssen wir ganz schnell fahren, denn obwohl, jetzt können wir uns ja Zeit lassen. Den Weg hierher mussten wir uns halt nur beeilen, weil der war halt echt kurz verfügbar und wir haben ihn. Also fahren wir mal an eine Rampe und holen den Trailer ab. Starten wir mal das Unitüm und bewegen uns mal. Darüber so, da hinten da blitzt er schon. Fahren wir, glaube ich, gleich rückwärts ran, oder? Ich versuche mal über den linken Außenspiegel ranzufahren, ohne Kopf rauszustrecken. Ganz hinten der komische Kühler mit dem Bett da dran, ist das? Der da? Schon mal nicht so schön. Oh, Cory hat so 2 Euro minus gemacht, wie denn bitte? So. Ah, ja, okay. Guck mal, eine Seite so. Andere Seite so. Ein Two-Face-Trailer. Ha! Na bitte, haben wir doch zerstörungsfrei verlassen den Hof hier. Wie sieht denn unser LKW aus? Der hat einen Schaden von 1%, weil wir waren schlau und sind voll in das IKEA-Toy geballert beim letzten Mal, fällt mir gerade ein. Wir haben hier keine Werkstatt, ne? Niet, haben wir nicht. Okay, na, dann ist ja auch nicht so schlimm. Wir bauen uns mal die Route hier zusammen, denn wir wollen fahren. Immer durch Örebro. Und immer hier so lang nach Uppsala. Perfekt. Und alle Orte haben keine Fragezeichen zum Erkunden. Naja, gut, dann ist es halt so. Aber dann sind wir bis auf Kapellskär sind wir dann so weit durch in Schweden. Wir haben hier noch Trelleborg, was wir nicht haben. Also sind wir nicht durch. Naja, gut. Danach geht's, glaube ich, rüber nach Finnland. Na, mal gucken. Erstmal müssen wir das hier fahren. Guck mal, 600 Kilometer genau. Naja, dann fahren wir erstmal. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh, hier vorne gleich auf der Autobahn drauf. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Können wir hier nämlich gleich volle Ballett machen. Und 80, 85 Tempomat. Perfekt. Oh, guck mal, wie das läuft, ey. Fährst du rauf, bist du gleich voll am Start. Mal gucken, wie weit wir fahren, weil wir haben ja direkt vor der Haustür angefangen, konnten gleich ansatteln und losdüsen. Deswegen, mal gucken, vielleicht teilen wir die Strecke 300, 300 oder so. Mal gucken, wo wir ankommen. Ich werde die Folgen vielleicht diesmal nicht ganz so lang machen, die letzten waren ja doch, ja. Okay, wir gucken einfach mal.
Aber die Tunnel sind schon echt spartanisch eingerichtet, ne? Hier sind keine Notfalltüren drin oder sowas. Keine Belüftung oder so. Oder das ist, weil die nicht so lang. Obwohl, der war schon recht lang hier. Oh, wir müssen hier runter. Oder wartet das einzige Stück Autobahn, was wir gerade gefahren sind, oder was? Ich bin ja schon fast ein bisschen traurig. Um 6:30 Uhr morgens ist hier noch kein Verkehr. Hier ist nichts los, ey. Oh. Ja. Ne? Genau. Sie einfach mit 80 durch den Kreisverkehr ballern. Oh, schon echt sportlich hier. Aber gut. So, da vorne kommt eine Mautstation, die ist aber wieder außerhalb, oder ist sie im Berg? Andi, da ist der Ausgang, okay. Okay, dann sparen die sich ja eigentlich mit den ganzen Tunneln echt viel Map-Design, oder? Weil... Na, obwohl... Wenn du dann mal aus dem Berg rauskommst, hast du aber hier schön... Felsformation und Brücken und Täler und Wälder und ja. Das wird ja fast geworden hier, ey. Ja, Gott sei Dank ist es breit genug. Alter, maximaler Lenkeinschlag. Oh! Und ab in den nächsten Tunnel. Oh. Nein! Das war gerade knapp. Oh, Gott sei Dank bin ich in die falsche Fahrt. Alter, haben sie ein paar Straßenknoten gebaut hier, ey. Aber vorwärts kommt man hier einwandfrei. Also guck mal, wir haben schon 130 Kilometer weg. Und wir fahren noch nicht mal 10 Minuten. Also das ist einwandfrei. Da kannst du überhaupt nicht meckern. Jetzt kommt so langsam der Verkehr um 7:30 Uhr morgens. Jo. Nebel haben wir leider auch.
trotzdem schön hier. Und da vorne sieht nach Stau aus. Genau. Aha, also ich krieg kein Geld von euch, ne, wenn ihr mir hinfahrt. Klasse. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Wir haben genau 2500 Kilometer gerade gefahren mit dem LKW. Jupp, 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 jupp. Zieht er aber durch hier, einmal frei. Aber so schwer kann es nicht sein, oder? 3 Tonnen, ist ja gar nichts. Müssen wir tanken? Bei der nächsten vielleicht, glaube ich. Also wir kommen noch 700 Kilometer, angeblich. Wir denken schon in Schweden. Jo, gerade rübergefahren. Naja, gut. Denk mal, hier war Tempolimit 70. Deswegen würde ich jetzt. Oder. Ja. Was machst du denn hier? Weg. Weg. Okay, da fahren wir auch 70. Okay, wir dürfen hier als LKW nur 70 fahren. Aber die fahren schneller, fahren wir 75. Ja, komm schon! Genau, so machen wir das. War schon krass, die Straßenführung hier. Eine Seite doppelt, andere Seite nicht. Also mit einem Schwertransport, der ordentlich jeder Seite rüber guckt, hast du hier, glaube ich, ein bisschen Probleme. Aber fahren wir nicht, also von daher. Alles halb so wild. So, soll ich das mal probieren? Oder endet es wieder in einer mittelschweren Katastrophe? Okay. Ich sage, Spur halte wäre echt cool. Naja, aber was ist denn das, ein Staudamm? Nee. Doch. Na klar! Also das war mir gerade nicht ganz schlüssig, was das sein sollte. Ob die da einfach nur
eine Hangbefestigung gebaut haben, um da eine Straße raufzukleben, oder ob das echt so wie ein Damm war, wo dann halt so Wasserrohre, Leitung durchgehen für eine Turbine irgendwie bergab oder was. Wer weiß, ist mir auch eigentlich relativ. Ja, sehr ambitioniert, mein Freund. Also, ich glaube, geguckt hast du nicht. Hätte ich sein können. Ha! Also ich würde echt sagen, wir machen hier 300, 300. Wobei, wenn wir nachher in den Ortschaften kommen, dann wird es etwas länger dauern. Mit Ampeln wahrscheinlich und Verkehr und... Na, mal sehen, wenn jemand irgendwo im Parkplatz kommt oder so, vielleicht fahren wir da runter. Ey! Die haben ja echt alle das Leben satt. Aber die Straße ist verdammt leer irgendwie, also... Gegenverkehr haben wir auf jeden Fall, aber auf unsere Spur hier ist nicht viel los. Stroning eigentlich. Entweder haben sie das angepasst, da sind Schweden halt nicht so viele rumfahren. Was ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen kann. So. Da vorne kommt ein Bett. Was ist denn hier noch los? Wir müssten aber wohl. Da kommt auch noch mal ein Rasthof. Komm, dann halten wir hier an und dann tanken wir da gleich. Also an der Tanke hier fahren wir. Oh, wir können 80 fahren. Ne, wir können bloß 50 fahren. Okay. Warum sind hier nur 50? Eben gerade konnten wir da 80 fahren, auf vielleicht kommt ihr gleich wieder. So, hier hätten wir tanken können, aber wir fahren weiter bis zum nächsten. Die sind nicht mehr so weit. Dann machen wir da erstmal kurz ein kleines Päuschen. Aber es fährt sich so übelst entspannt weg. Deswegen sage ich ab und zu ja nicht so viel, weil, naja, dann träumst du so vor dich hin hier. Lalala. Ja, naja, gut. Habe ich gerade auf Tempomat wieder aufnehmen gedrückt. Mal gucken, welchen Wert er jetzt angenommen hat. Okay, der bleibt bei 71. Nee, das ist nicht richtig. Wir können 80 fahren. Plopp, 85. So, lass laufen. Also die Hälfte war theoretisch schon weg. Wir haben noch 6 Stunden 14 müssen wir Pause machen, 6 Stunden 7 müssen wir abgeliefert haben und wir fahren noch 4 Stunden. Wir haben mit 10.23 Uhr auf dem Vormittag, also theoretisch sollten wir locker, also mehr als locker, bis dahin kommen nach Uppsala. Denke ich mir, ja, glaube ich sogar ohne Probleme. Wir dafür? 22.000. Alter. Dann haben wir schon wieder fast 100.000 zusammen. Voll machen.
1,54 für Diesel. Na, alter Vater. Also, ich würde sagen, beim nächsten Mal fahren wir dann die restliche Strecke noch zu Ende hier. Dann geht es los. Wir sind eigentlich schon, ja, hier mitten in Schweden, ne? Coole Sache. Beim nächsten Mal fahren wir 3 Ortschaften ab. Das schafft ordentlich auf unsere Liste. Also, da kannst du echt nicht meckern. Da kommen wir gut vorwärts. So hatte ich mir dann eigentlich auch gedacht, dass wir dann von da aus... Salalala. Und hier kommen wir vielleicht irgendwann mal hin. Aber hier, Finnland ist auf jeden Fall noch auf dem Plan und hier muss ich mal sehen. Ne? Also er hält sich ja eigentlich auch in Grenzen, glaube ich, obwohl das sieht weniger aus, als es eigentlich ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, kommt noch ein bisschen was. Plus das hier, wobei das... Lubik fährt sich auch relativ schnell weg hier. Vielleicht bauen wir hier dann auch mal einen LKW mit einem Lenkrad auf der falschen Seite. Wäre da auch mal was, oder? Ja, aber, okay, für heute noch. Beim nächsten Mal fahren wir die 2. Etappe hier fertig, durch die 3 Ortschaften. Ich freue mich. Wenn es immer so klappen würde wie jetzt, dann wäre echt cool. Also, bin gespannt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ringehauen.